Willkommen zum neuen Video. Cake, DeFi, wo sind meine doppelten Rewards? Willkommen zum neuen Video. Heute reden wir mal drüber, wo sind eure doppelten Rewards? Im Endeffekt, es ist sehr viel gerade in der Diskussion, jetzt hat, egal ob es jetzt bei mir im Telegram-Kanal ist oder auf Facebook oder auf Social Media überhaupt. Viele Leute wundern sich, wo sind jetzt die doppelten Rewards? Und ja, Cake DeFi hat schon einige Announcements rausgegeben, was das ganze Thema angeht. Und zwar, sie müssen natürlich die Masternodes erst einmal aufsetzen. Das heißt, die Masternodes müssen gefüllt werden, die müssen gefreezed werden. Und dann müssen sie sozusagen, ich glaube, 1000 Blocks gemeint haben, um überhaupt am Konsensus richtig partizipieren zu können. Das heißt, das Ganze dauert einfach ein bisschen eine Zeit, um diese Nodes wirklich voll funktionsfähig zu machen, dass sie auch richtig ins Netzwerk integriert werden. Das heißt, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Und ihr könnt auch sehen, sobald je mehr und mehr Nodes sozusagen richtig arbeiten, also vollends integriert sind, desto weiter sinkt unsere APY über Zeit. Wo der Freezer vor ungefähr einer Woche gelauncht worden ist, hat man so gut wie nichts in Drop von der APY gesehen. Da, wie gesagt, diese Vorarbeit, also diese Arbeit dann erst einmal geleistet werden hat müssen. Das heißt, Server bzw. die Nodes aufsetzen, freezen und so weiter und alles natürlich so, dass das Hand und Fuß hat. Denn dort sollten natürlich keine Fehler passieren. Wenn da Fehler passieren, dann spielt man mit Geldern der Kunden und natürlich über sehr lange Zeit. Das heißt, hier muss man wirklich schauen, dass wirklich alles Hand und Fuß hat. Und dahingehend muss man einfach ein bisschen warten. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, werden wir noch weitere Drops in der APY sehen, was das normale Staking angeht. Und wir haben es auch gesehen im Freezer. Wir sind gestartet bei, ich glaube, 239, knapp 240. Mittlerweile sind wir auf 211 herunter nach einer Woche. Und wir haben eben in der APY im normalen Staking auch schon Drops gesehen. Was man natürlich nur im Hinterkopf behalten muss, wenn 1% APY im normalen Staking droppt, dann droppen wir 2% in der Freezer APY. Klar, weil das wird dann sozusagen gespiegelt. Das heißt, man hat 2x sozusagen, hat 2x auf den normalen Staking Rewards. Und wenn die um 1% sinken, dann hat man 2% weniger im Freezer, also im 2x Freezer. Das heißt, alle 2 Wochen bzw. alle 11 Tage wird ja der Reward sozusagen reduziert um, glaube ich, 1,64 und ein paar zerquetschte. Für den normalen Staking Reward und für den Freezer Reward 2-mal. Wenn wir mehr Adoption haben, dann sinkt die APY vom normalen Staking ebenfalls. Das heißt, je mehr Leute in den Freezer kommen, desto mehr droppt diese APY. Genau. Hier werden wir wahrscheinlich, also Prognosen will ich da jetzt keine abgeben, also so Richtung 60, also 60%. 55% in den normalen Staking könnten wir schon droppen, was das angeht. Und dann sind wir gar nicht mehr so weit entfernt vom normalen Liquidity Mining. Das wird zwar reduziert, allerdings das wird reduziert durch den normalen 1,6 irgendwas, was sowieso alle 11 Tage passiert und nicht durch die Freezer und nicht durch, also klar, durch neue Leute, was reinkommen, ja, aber nicht durch den Freezer, weil das getrennt ist. Allerdings, was wir im Liquidity Mining natürlich auch sehen werden, ist, wenn die Aktienpools kommen, die werden dann sozusagen auch durch diese Rewards, was für das Liquidity Mining zur Verfügung gestellt werden, diese neuen Pools werden wahrscheinlich dann auch die APY drucken. Und hier werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Pools kommen. Also da werden wir wahrscheinlich das Gleiche sehen wie beim Staking, dass das normale Staking zum Beispiel einfach nicht mehr wirklich, also klar, 50% im Jahr ist immer noch interessant, kommt immer natürlich auch auf die Marktlage davon, aber
Spezielle AM Liquidity Mining werden wir, wenn die Aktien kommen, ebenfalls Drops sehen, was den APR angeht. Das heißt den Return. Im Moment noch gut. Später, wahrscheinlich Ende des Monats, wenn dann das Fort Canning Upgrade kommt und Aktien, Loans etc. kommen, dann und die ersten Liquidity Pools, dann werden wir auch in diesem Bereich Shifts sehen. Wie viel es sein wird, weiß ich nicht. Im Endeffekt, ja, das Kapital ist da, es ist liquide und wir werden sehen, wie wir dann agieren werden. Für alle, die was wie gesagt im 2x-Freezer jetzt drinnen sind, ich habe eine kleine, das was jetzt zum Beispiel an Affiliate Rewards und so weiter gekommen sind, die habe ich in den Freezer gepackt. Die sind sowieso schon gefreezed gewesen, die habe ich dann sozusagen verlängert auf diese 2x10 Jahre. Die verbleiben da drinnen, das sind ungefähr ja, ca. 8 bis 10 Coins pro Tag, was auch schon ziemlich gut ist. Gut, und für alle, die was im Freezer drinnen sind, dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis es wirklich dann die richtigen Rewards sechs und rechnet halt damit, dass diese Zahl weiter sinken wird und dass man eher so Richtung mit der APY und 2x Freezer so Richtung 180% wahrscheinlich einmal sozusagen am Boden finden werden und dann kommt es natürlich immer auf die Adaption drauf an. Genau. Gut, das sind einmal meine Gedanken, was jetzt den 2x-Freezer angeht. Im Endeffekt dauert noch ein bisschen, müssen ein bisschen warten, bis das Ganze integriert ist. Ich schätze mal, bis Anfang nächster Woche dürfte eigentlich alles in trockene Tücher sein und dann dürfte man auch in der APY sehen, mit was wir wirklich die nächste Zeit dann rechnen können. Gut, das war's. Kleine Insight, was ich immer so gut denke über den 2x-Freezer und eben, dass ihr euch ein bisschen dass ich auch sage, bleibt ein bisschen locker, wartet noch ein bisschen ab und dann werden wir sehen, wo wir uns im Endeffekt dann wirklich aufhalten, was die Prozente angeht. Gut, das war's von diesem Video. Lasst mir gerne eure Meinungen in den Kommentaren wissen und wenn euch eure Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.